Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Read auf meinem Kanal von meiner eigenen Fanfiction, also einer von meinen Fanfiction. Die ist auch schon fertig geschrieben. Und fangen wir mal an. Die wahre Liebe. Eine Paluten-FF. Kapitel 1. Mein YouTube-Kollege. Point of View, Katharina. Ich habe mit meiner Freundin Luisa einen YouTube-Kanal gegründet und hatte Minecraft aufgenommen. Als ich das Video fertig geschnitten hatte, schaute ich auf WhatsApp und sah einen Account namens Patrick Paluten. Von dem YouTuber, den ich jeden Tag schaue? Nein, kann nicht sein, aber ich hatte meinen Account auf privat gestellt. War es der Patrick aus meiner Schule? Ich hatte meinen Schulabschluss und meine Ausbildung gemacht. Jetzt hatte ich noch Urlaub. Ich war mit ihm zusammen, aber ich dachte, weil wir nicht mehr miteinander geschrieben hatten, dachte ich, wir sind es nicht mehr. Kapitel 2. Die Nachricht, die alles verändert. Palles Nachricht. Hey, sorry, dass ich nichts mehr geschrieben hatte. Ich habe noch meine Ausbildung fertig gemacht, wie du ja auch. Und ich habe noch Urlaub. Aufs Thema zurückzukommen. Wollen wir was aufnehmen? Ruf mich an. Seine Nummer. Mit Herzchen. Wenn ich die Nummer wissen wollte. Aber bitte ruf diese Nummer nicht an. Also nur so das kleine Info. Ich weiß nicht, ob die echt ist oder nicht. Die habe ich mir ausgedacht. Aber wenn sie es wirklich gibt, bitte ruf die nicht an. Das ist ich übernehme keine Haftung. Und das ist sicherlich nicht Palles Nummer. Nein, das kann nicht sein. Nein. Böse. In der Videobeschreibung könnt ihr aber trotzdem nach dieser Nummer gucken. Da ist noch der Link, dass ihr das selber lesen könnt. Weiter geht's. Point of view, Katharina. Ich legte mein Handy auf meinen Schreibtisch, dass es mir nicht auf den Boden fällt und fange an zu quieken. Bitte alle die Kopfhörer rausnehmen. Nur sonst Sicherheit habe. Paluten wir was mit mir auf, denn ich muss ihn sofort anrufen. Kapitel 3. Das Gespräch auf dem TS mit Paluten. Panaview, Katharina. Ich gehe auf den TS mit Paluten und wartete auf Palle. Ja, das ist mein erstes Let's Read. Es wird ein bisschen kurz, weil ich richtig gemein. Nein, Spaß, ich bin jetzt nicht gemein. Ich könnte aber so gemein sein. Ich könnte wirklich jetzt so gemein sein, Leute. Aber dann ist der Part aber zu kurz. Okay, es geht weiter. Point of view, Palle. Hat es noch jemand im TS? Fragte ich, obwohl Zombie, Mordado und GEP schon weg waren. Ich bekam auch gleich eine Antwort. Hi Palle, ich bin's, The Gamestar. Ah, Kati, wieso rufst du mich über TS an? Du hast doch meine Nummer, oder? Ja, ich weiß. Störe ich? Fragte sie. Nein, tust du nicht. Entschuldigung für diesen Versprecher. Jetzt geht's weiter. Ich weiß es jetzt. Nein, tust du nicht. Hatte nur was mit den anderen. Falsche Stimmlage. Fuck. Ich kann das noch gar nicht schneiden, weil ich das noch nicht weiß. Also geht's weiter. Sorry. Nein, tust du nicht. Hatte nur was mit den anderen aufgenommen. Cool. Also möchtest du was mit mir aufnehmen? Hoffentlich hört man nicht meine Schüchternheit raus. Ja, und ich. Also du möchtest das mit mir aufnehmen. Hoffentlich hört man meine Schüchternheit nicht raus. Ja, und ich weiß doch, dass du schüchtern bist. Ich bin doch deine feste Freundin, oder? Ja, stimmt, sorry. Ich hatte noch ja meine Ausbildung abgeschlossen, wie du ja auch. Ich hatte auch nicht Zeit gehabt wegen YouTube. Hatte ich es verdrängt, sorry. Kein Ding, Palle. Wann wollen wir was aufnehmen? Und was? Wann hättest du Zeit? Morgen 16 Uhr? Oder hast du da keine Zeit? Hab Zeit, also morgen Minecraft oder was anderes? Ja, Minecraft Mario Party? Okay, dann bis morgen. Tschüss. Bis morgen. Ciao, ciao. Okay, das habe ich mir gerade ausgedacht. Ja, bis morgen, Paula. Tschüss. Dann gehe ich aus dem TS und schneide noch
Das Video mit Zombie, Mordato und GEP. Als ich fertig war, ging ich ins Bett und freute mich morgen auf morgen. Und weil es 23 Uhr ist. Das wäre jetzt schon wieder zu kurz, glaube ich. Das sind 15 Minuten. Und das vierte Kapitel sollte ich lieber nicht anfangen. Es ist ziemlich lang. Also, ich glaube, ihr merkt langsam, dass die Kapitel immer länger werden. Naja, ein Kapitel ist auch ziemlich lang. Und dann habe ich gesagt, ich splitte es in Teile auf. Also, wenn ihr das lesen wollt, dann lasst euch ein bisschen Zeit bei dem und beim Lesen. Und wenn ihr weiter dieses Let's Read haben wollt, dann gebt dem Let's Read einen Daumen. Wie gesagt, einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, dass ihr keine Videos mehr verpasst. Und schreibt unten in die Kommentare, wollt ihr weitere Let's Read? Soll ich auch andere fragen wegen ihren FFs, ob ich sie Let's Reads machen sollte? Ja. Das wird wieder toll, weil ich mag nicht fragen. Ich bin halt ziemlich schüchtern manchmal und ja. Bis zum nächsten Mal. Bye.